Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Vurago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Spore und sind beim letzten Mal hier stehen geblieben beim Bauen von unserem Vergnügungsgebäude. So, das wird natürlich was ganz Spezielles. Das machen wir hier mal so ein bisschen schlanker hier, würde ich mal sagen. Ja, guck mal, so schlanker hier rein. Da auch. Naja, ich will dich eigentlich schlanker haben. So, genau. Packt man den mal dahin. Oben drauf packt man natürlich frech eine Kugel. So, da haben wir schon mal unsere Grundform. Dann kommt wahrscheinlich hier noch an der Seite noch was ran. Warum nicht einfach weitereckig bleiben? Genau, machen wir doch die Sache einfach so. Und dann gehen wir hier mal ein Stück runter. So, sieht doch schick aus. So, dann brauchen wir natürlich ein Dach. Da würde ich sagen, hier würde sich das anbieten. Mal gucken, ob wir vielleicht einen von diesen Dachterrassen hier vielleicht irgendwo unterbringen können. Ja, nee, die sieht so aus wie eine Burg. Das will ich nicht haben. So, das sieht doch schick und lustig. Genau, den mag ich. Der ist lustig und witzig. So, den packen wir natürlich überall drauf. Das sieht aus wie kleine Blümchen. Mal gucken, ob wir die auch vergrößern können. Die kann man bloß noch höher machen. Leider geht das nicht anders. So, und natürlich muss das Ding natürlich auch oben auf die Kugel drauf. So, so sieht das fein und schick aus. Ja, jetzt können wir hier auch noch eins von diesen lustigen Teilen hier ranbauen, beziehungsweise machen wir ein paar mehr ran hier. Oh, und hier vielleicht noch so, yep. Soll ja ein bisschen Vergnügung sein, da kann es ruhig ein bisschen schief und lustig aussehen. Türen, da ist der Eingang, da vorne, da brauchen wir eine Tür. Ja, guck mal, was. Genau, Tür, genau, lassen wir mal die ganze Sache so angehen. Hier habt ihr die Türen, hier haben wir 4 Stück pro Zeile und 5 in einer Spalte. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Tür soll unser Vergnügungshaus bekommen. Einfach mal angeben, welche Zeile, welche Spalte, weil das jetzt alles so vorzulesen wäre wahrscheinlich ein bisschen lang. Ich freue mich schon mal drauf zu hören, was ihr haben wollt. Den mache ich mal bei den Fenster weiter. Der Rest bleibt Hausaufgabe. So, was haben wir denn hier? Ach, der ist auch lustig hier, diese Bullaugen. Ich bin ja so voll von diesen runden Fensterchen. So, hier kommt dann die Tür hin. Die plane ich ein. Die sucht ihr ja schick aus. Da verlasse ich mich mal ganz auf euch. Wir bauen ja weiter ein paar lustige Fenster ran. Oh, eigentlich müsste die Kugel auch noch was bekommen hier. Genau, machen wir mal ein lustiges Gesicht sozusagen. Naja. Hier sind wir bei den Vergnügungselementen, weil das Ganze soll ja ein Vergnügungsviertel werden. Da gehört natürlich sowas hier ran. Natürlich nicht das groß, sondern das, was die groß haben hier. Ja. Damit ganz klar ist, um was es hier geht. Obwohl, nehmen wir den mal weg, machen wir mal den hier ran. Ist vielleicht ein Pick besser. Grün und. Ja. So kommt das gut. Und damit das Ganze lustig. Die Dinger mag ich ja auch persönlich sehr hier. Diese Effekte-Geschichten hier. Überall schön drauf, damit ganz klar ist, hier geht es um Spaß und Vergnügen. So. Dann natürlich ein bisschen Blumen vielleicht noch hier. Halt. Drehen wir das Ganze nochmal ein bisschen hier. Das sieht ein bisschen deplatziert aus. Hier kann man so Blümchen machen, aber leider kann man die nicht davor setzen. So. Alles klar. Jo. Da haben wir unser Vergnügungstempel. Leider hat er noch keine Tür, aber das ist ja euer Job. So, hier kann man noch weitere Dekos anbauen, aber darauf verzichte ich mal, weil das würde die ganze Sache ein bisschen in den Rahmen springen. So, was wir natürlich für das Haus auch brauchen, ist eine lustige Lackierung. Das ist alles nicht so fein. Oh, das sieht toll aus. Das mag ich, die nehme ich. Gestreift kommt immer gut. So. Auch diese Hütte braucht natürlich einen Namen. Das ist der Wuru Place. Sag ich mal, genau, Wuru Place. Nennen wir das Ganze mal Wuru Place. Damit haben wir unser Vergnügungshaus. So haben wir erstmal die wichtigsten Gebäude jetzt soweit schon mal bebaut. So, also, sieht man das hier, wenn man das hier direkt irgendwo hinsetzt, würde sich das negativ auswirken. So, wir bauen hier ein bisschen um, verschieben das Ganze mal nämlich, den setzen wir nämlich dahin, weil die Vergnügungshäuser darf man nicht direkt nebeneinander setzen, weil das wirkt sich äußerst schlecht aus. So.
Haben wir noch Geld für eine Fabrik? Genau, wir setzen noch eine Fabrik hin. So. Damit produzieren wir hier gute 400 Gewürze pro Minute. Und das nächste heißt jetzt Geld verdienen. So, kommt da ganz gut. Genau, wir brauchen Geld. Wo befinden sich unsere ganzen Militärfahrzeuge? Okay, wir kümmern uns in dem Moment darum. Wo bist du? Ah, du stehst noch hier rum. Ah, hier haben wir das gleiche Problem. Hier müssen wir nicht auch gucken, dass wir hier ein bisschen was gebaut bekommen. So. Oh, fein, fein. So, das heißt, dass wir ein bisschen Geld verdienen, damit wir hier vorankommen. Genau, ihr kümmert euch mal um den da. Da sieht man, wie die anfangen, den zu übernehmen. Wo bist du? Ah, du bist an der Ecke hier. Wir gucken, dass wir hier irgendwo noch ein bisschen Gas her. Aha, da ist du da. Da haben wir ein Schiff, was uns hier angreift und versucht, ein bisschen zu übernehmen, sage ich mal. Das versucht uns mit Religion ein bisschen die Leute wegzunehmen. So. Du hast ein Gewürz besetzt. Das ist super. Erwähnen wir hier das Gewürz gewesen. Oh. Genau, da haben wir den Gewürzlager drauf. Genau. Greifen wir die Freunde erstmal an. Die scheinen jetzt die größte Bedrohung momentan zu sein. Okay, bauen, kauf ein Wasserfahrzeug. Jo. So, Wasserfahrzeuge. Dafür reicht die Zeit noch. Setzen wir uns hin. Wir bauen jetzt Wasserfahrzeuge. Schick Wasserfahrzeuge. Was machen wir da Verrücktes an Wasserfahrzeugen? So, natürlich braucht man dafür eine Grundform. Etwas, was bootartig aussieht oder auch nicht. Ah, das ist doch schick. Nehmen wir mal sowas hier. So, da ist vorne, genau. Kann man das ein bisschen strecken? Da kann man es da. Ich würde es ja gerne drehen. Ich hätte es gerne andersrum gehabt. Genau, hier. Machen wir mal was Verrücktes in dem Sinne. Gucken wir mal, gehen wir weiter mal bei den Antrieben rein. Genau, haben wir hier so einen riesen Paddelmotorantrieb hier. Ja, mal gucken, ob wir den zentral kriegen hier. Und auch so, dass er im Wasser ist. Genau. Rechts und links ein bisschen was ran zur Stabilisierung. Dann müssen wir das Ganze wahrscheinlich ein Stückchen zur Seite nehmen und ein Stückchen höher wahrscheinlich. Können wir das. So sieht das auch schick aus. Oder wir nehmen das noch ein Stückchen höher, genau. Dann können wir die Freunde nämlich ein Stückchen wieder weiter runternehmen. So. Und das Paddelboot, genau, super. So ein kleiner Turboantrieb hier. Dann können wir den nämlich hier abnehmen und gucken, ob wir den hier unten rankriegen. Ja, das sieht doch schick aus. So, das haben wir unsere Antriebe dran. Natürlich braucht unser ganzes Ding natürlich auch ein Cockpit, weil wir müssen ja wissen, wo es hingeht. So. Also. Ein bisschen groß das Ganze. Platzieren wir das etwas kleiner. Ja. Sieht doch mal schick aus, unser Bötchen, würde ich mal meinen. So, Waffensysteme sind natürlich ja auch ganz entscheidend, weil ohne das können wir nicht kämpfen. So, eine Riesenkanone hier oben drauf. Nein, ich würde die ja gerne woanders hin haben wollen. Ja, es kommt nicht so wirklich stylisch, wie ich das haben wollte. So, drehen können wir die leider auch nicht. Ja. Ist ein bisschen zickig heute, das ganze Thema. So, oder hier. Oh ja, sowas kommt noch. Super. Nichts geht über ein paar Raketenwerfer. Besonders nicht von den kleinen. Oh. Ein bisschen vielleicht übertrieben. Was haben wir noch zum Ziehen? Ja, können wir hier noch ein bisschen ziehen? Ja, das finde ich ein bisschen sehr groß. So, haben wir die. Ein Stückchen weiter nach hinten, noch ein Stückchen weiter nach außen. So vielleicht. Da haben wir Raketenwerfer dran. Aber ich würde gerne noch einfach simple Geschütze haben. So, die wollte er nicht. So machen wir den dran. So, da haben wir ein Geschütz nach vorne, das er ins Wasser zielt. Also heißt nochmal den Böppelchen packen, ein Stückchen höher.
Kleiner. Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Haben wir unser Gefechtsfahrzeug fertig. Naja, also wie gesagt, fast. Mal gucken, wir hier ein paar Bullaugen ranpacken. Jo, das sieht schick aus. Dann könnten wir wahrscheinlich auch noch eine Positionsleuchte irgendwo. Ja, nee, vielleicht nicht sowas hier. Was haben wir denn hier? Leuchte. Genau, machen wir hier so Rücklicht rein, damit wir wissen, wo vorne und hinten ist. Und nach vorne brauchen wir natürlich Scheinwerfer, weil sonst sehen wir ja nichts, wo es hingeht. Das ist alles nicht so das, was ich suche. Oh, suchen. Wie wär's mit Suchscheinwerfern? Kommt bestimmt ganz gut. Da haben wir unser Wasserfahrzeug. So, bei dem Antrieb könnt ihr gerne nochmal mitreden. Also ich habe jetzt hier diese Paddel- und Propellerantriebe genommen. Wir können ja auch was mit Düsenantrieb nehmen. Ruder sind auch sehr lustig. Segel oder etwas in der Art und Weise Wasserski. Also schreibt mal rein in die Comments, was ihr gerne für Antrieb hattet. Wir hätten ja 4 Stück in einer Zeile und auch wieder 5 in einer Spalte. Also einfach mal reinschreiben, Zeile, Spalte und dann geht's los. Mich würde es freuen, einfach mal zu lesen, was ihr davon haltet. Also, rein in den Comments schreiben, welcher Antrieb ihn findet ihr super. So, was wir da auch noch brauchen, wir brauchen natürlich noch eine Lackierung. Wow, genau, die Lackierung gefällt mir. Und das ist das ganze Wurasch. Das ist die Wurasch-Ship. Mach mal nichts groß, ein Wurasch-Ship. So, damit haben wir unser Schiff, unser Wasserfahrzeug. Fertig und damit sollten wir nämlich auch weitermachen, weil wir haben nicht hier das Problem, dass da einer von der Wasserfreunde hier ist. So. Jupp. Damit hat sich das Problem da gelöst. Wir haben wieder genug Geld. Ich denke mal, wir sollten erstmal unsere Hauptstadt soweit fertig machen. Damit wir hier am besten vorankommen. Also, da haben wir wieder 2 Fabriken. Unterhaltung vielleicht hier in die Richtung. So, damit sind wir hier wieder super. 1600 Produktion. Und wieder kein Geld. So, apropos kein Geld. Da kommen unsere Jungs, ihr kümmert euch mal lieber um das hier. Lasst ihn abhauen, ist doch egal. Wir übernehmen einfach mal die Hütte da. Aha, was hat er? Der hatte was eingesammelt. Okay, wir sollten mal gucken, dass wir uns so langsam ein bisschen expansistisch hier weiter voran bewegen. Okay, hier haben wir noch ein paar Gewürze, die wir ein bisschen, soll ich sagen, wo wir uns dann mal wieder zurückholen. Mr. George. So. Mal schauen, wo haben wir eigentlich die nächste Stadt? Wo wollen wir als nächstes hin? Wir können auf alle Fälle mal versuchen, dass wir uns hier ein bisschen, okay, jede Nation mit mehreren Städten erscheint in deinem Kommunikationsmenü. Wenn du die Maus über das Symbol einer Nation bewegst, siehst du den Stand der aktuellen Beziehung. Du kannst die Gründe für eine derzeitige Einstellung einsehen und mit der Kommunikation dort Kontakt aufnehmen. So, die sind ein bisschen pissig. Oh, der Herr möchte mit uns reden. Der Planet zittert vor unserer mächtigen Flotte. Du wirst nicht überleben. Bereite dich auf Krieg vor. Verzeihung, was hast du gesagt? Ich war gar nicht zugehört. So, genau. Wir werden nämlich jetzt hier mal sehen, dass wir eine bisschen Flotte ausbauen. So. Da haben wir erstmal eine Flotte. Eine Flottille sozusagen. Und gucken mal, die hauen sich da ein bisschen, okay, Gewürzturm wird angegriffen. Das ist schlecht, da springen wir sofort hin. Militärisch, oh, hier steht der eh gerade super. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Den macht ihr mal platt. Der ist bloß alleine. Das sollte nicht so das Problem sein. Jo. Immer feste drauf. So, da haben wir den. Könnt ihr euch mal gleich um ihn da kümmern? Yep. Wir verdienen aber ganz gut dabei. Yep. Jetzt können wir mal anfangen, dass wir weiter in die Geschütztürme bauen, bevor ja die nächsten Freunde angreifen. Oh, Unterhaltung sieht eigentlich super aus. Nein, Fabrik ist das ja.
Oder nein, was war das gewesen? Ach, das ist die Unterhaltung. So, wir sollten auf alle Fälle sehen, dass wir Fabrikgebäude bauen. Dafür heißt es aber ein bisschen Geld sparen. So, unsere Flottille hier kann sich ja mal hier bewegen. Mal gucken, ob sie es schaffen, bis dahin zu kommen. So, 1450 haben wir schon wieder. Das dürfte ja reichen. Moment, wo sind wir denn eigentlich? Das ist schon wieder so unübersichtlich hier. Alles klar. Hier müssen wir dann weiter reingehen, weil hier sieht das auch sehr mies aus. Erstmal mit... Ja, das ist schlecht. Packen wir ihn mal dahin, dann sind die ein bisschen produktiver. Was ist, wenn wir das Ganze so machen hier? Ja, ist doppelt schlecht. Ja. Alles klar, dann seid ihr so da happy. Produziert ein bisschen mit. Du hast ein Gewürz besetzt. Du führst dir jetzt Kriege gegen die Blaue Nation. Okay, ich sehe gerade schon, die Zeit ist schon längst vorbei. Damit war es das nämlich für heute mit. Dein Gewürzbohrinsel wird angegriffen. Da müssen wir schnell nochmal eingreifen. Da will ich hin. Gewürzbohrinsel wird angegriffen. Sehe ich gerade nicht. Ich sehe ja keine Gewürzbohrinsel. Wo ist unsere Gewürzbohrinsel? Ah! Da! Könnt ihr mal ihm da auf den Keks gehen? So, dann versuchen wir den mal anzugreifen, weil der greift hier auch wieder mal unsere Gewürzhütte an. Du kümmerst dich mal. Alles. So, also wie gesagt, das war's dann heute mit Let's Create Spore. Wir versuchen uns hier gerade ein bisschen den Arsch zu retten. Genau. So. Oh, wir sind jetzt auch mit Gap im Krieg. Jo, da sagen wir mal Verzeihung, was hast du gesagt? Also jetzt nochmal zum letzten Mal. Das war's nämlich für heute mit Let's Create Spore. Die Folge wird wieder deutlich viel zu lang. Aber egal. Hausaufgaben habt ihr unten schick in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich hoffe, wir kommen ja schön weiter voran. Hoffe mal, die gehen uns hier nicht alle zu sehr auf den Sack. Ich muss nochmal angreifen. Und sonst bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Willkommen hier auf meiner Endcard. Auf dieser schicken Endcard. Dort seht ihr unten den Google Plus Button. Damit könnt ihr drauf mal klicken und mich in eure Kreise aufnehmen. Des Weiteren haben wir noch den YouTube Button hier an der Seite. Da mal kurz geklickt und ihr habt den schicken Kanal hier abonniert und ihr verpasst so schnell nichts mehr bei Let's Create Spore und den anderen Projekten, die so bei mir auf dem Kanal laufen. Ja, sonst hätten wir hier noch die beiden schicken QR-Codes für Facebook und Twitter. So, hier oben in dem Polaroid läuft die Akte, ein Ausschnitt aus der aktuellen Ausgabe der Junkbox. Call of Ruhe ist Bounded in Blood. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, weil da geht's spannend zu Sachen im Wilden Westen. Ich freue mich auch dort eure Kommentare zu lesen und sonst gebt mir einfach ein Like. Sonst bin ich ganz traurig. Nein, Spaß beiseite. Ich bin Mekurago und sag Servus und Ade.